Funktionsreich, optisch auffällig und präzise. Gaming-Mäuse sind ein Muss für jeden PC-Gamer. Wir zeigen euch die derzeit besten Gaming-Mäuse unter 200 Euro am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Hi, ich bin Jona und nehme euch jetzt mit zu unserem Vergleich. Warum eine extra Maus fürs Gaming? Neben den offensichtlichen optischen Unterschieden in Form von LED-Beleuchtung und martialisch anmutenden Gehäuseformen zeichnen sich Gaming-Mäuse durch deutlich empfindlichere Sensortechnik sowie Sonderfunktionen für Gamer aus. Im Gegensatz zu einfachen Büromäusen bieten sie oft spezielle Treiber, in denen sich Profile für verschiedene Games oder Spielegenres festlegen lassen. Eine weitere Besonderheit sind anpassbare Gehäuse. Zum Beispiel durch einlegbare bzw. abnehmbare Gewichte, um die Maus ganz eurer Spielweise anpassen zu können. Ist eine farbliche RGB-Beleuchtung vorhanden, könnt ihr diese in vielen Fällen mit anderer Gaming-Peripherie desselben Herstellers synchronisieren, sodass beispielsweise Maus, Tastatur, Headset und Maus im Einklang leuchten. Razer nennt diese Funktion Chroma, Asus nennt sie Aura Sync und Logitech nennt sie Light Sync. Viele Namen, aber dieselbe Funktion. In Vergleichstests können sich die höherpreisigen Gaming-Mäuse häufig gegen die preisgünstigeren Modelle durchsetzen. Ausschlaggebend für die höhere Bewertung ist dabei oft ein Plus an Ausstattung und eine makellose Verarbeitung. Direkt hinter den Testsiegern folgen aber oft die Preis-Leistungssieger, die für deutlich weniger Geld fast dasselbe bieten. Bevor wir jetzt zum Ranking kommen, möchte ich dich darum bitten, falls dir das Video bis hierhin schon gefallen hat, ein Like dazulassen oder verrate uns in den Kommentaren, was wir besser machen sollten. Und wenn du schon dabei bist, vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Dann wirst du keinen unserer kommenden Vergleiche mehr verpassen. Und hier kommt jetzt das Ranking. Wir starten mit Platz Nummer 3, der Razer DeathAdder V2 Pro. Für rund 75 Euro. Getestet unter anderem von PC Games Hardware mit 1,2, GameZoom gab 9 von 10 Punkten, Kunden vergaben eine 1,4 und auch wir kommen zu einem Gesamtergebnis von 1,4. Vom Kabel befreiter Klassiker. Ihre Stärken sind die hohe Präzision und keine spürbare Latenz, das geringe Gewicht trotz Akku und der integrierte Konfigurationsspeicher. Schwächen sind die etwas klapprigen Tasten und sie ist nur für Rechtshänder. Die Razer DeathAdder ist ein echter Klassiker in der Welt der Gaming-Mäuse. Nach der 2020er Neuauflage DeathAdder V2 bringt Razer nun auch die mit Pro betitelte kabellose Variante auf den Markt. Sie wird mit einem speziellen Funkdongel mit dem Rechner verbunden, der eine sehr geringe Latenz verspricht, die in der Praxis nicht spürbar ist. Der integrierte Akku erhöht das Gewicht nicht allzu stark. Mit 88 Gramm ist sie immer noch leicht, insbesondere für eine kabellose Gaming-Maus. Abgesehen davon ist die Maus identisch zur Nicht-Pro-Version. Eine hochpräzise und weitestgehend hochwertige Rechtshändermaus mit einer Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, die vor allem für kompetitive Gamer interessant ist. Im Test von basictutorials.de wurde bemängelt, dass sich die beiden Haupttasten nicht sehr wertig anfühlen. Dieses Phänomen ist schon bei einigen anderen Mäusen von Razer aufgefallen. Weiter geht es mit Platz Nummer 2, der Logitech G Pro X Superlight für rund 115 Euro. Getestet unter anderem von PC Games Hardware mit 1,5. TechRadar vergab 4 von 5 Sternen, Kunden vergaben eine Gesamtnote von 1,3 und wir kommen zu einem Gesamtergebnis von 1,4. Optisch neutrale Profimaus. Ihre Stärken sind die lange Akkulaufzeit, sie ist weniger als 65 Gramm schwer, der hochpräzise Sensor und keine spürbare Latenz. Schwächen sind: sie ist teuer und es gibt sie nur für Rechtshänder. Die Logitech G Pro X Superlight ist für professionelle E-Sport-Athleten gedacht, die das Kabel als möglicher Störfaktor aus ihrem Turnieralltag verbannen wollen. Die kabellose Maus ist dank Logitechs proprietärer Lightspeed-Technologie ebenso reaktionsschnell wie eine kabelgebundene Maus und bietet darüber hinaus lange Akkulaufzeiten.
Logitech verspricht 70 Stunden bei konstanter Bewegung. Der Hero-Sensor sorgt für höchste Präzision ohne Filter und andere Ausgleichsmaßnahmen, die nur die Übertragung der Bewegungen ins Spiel behindern würden. Mit einem Gewicht von unter 65 Gramm spürt man die Maus kaum und es gibt kaum Auswirkungen auf die Präzision durch etwaige Trägheit. Die reine Rechtshändermaus ist in Schwarz und Weiß erhältlich und hält sich in Sachen Design nicht an die aktuellen Trends mit RGB-Beleuchtung und Farbakzenten. Übrigens findet ihr diese und alle weiteren getesteten Mäuse für mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir aber zu Platz Nummer 1, der Mountain Makaloo 67 für rund 50 Euro. Getestet unter anderem von PC Games Hardware mit 1,3, von PC Go mit sehr gut, Kunden vergaben eine 1,2 und wir kommen zu einem Gesamtergebnis von 1,3. Das Gaming-Maus-Debüt, das sofort auf Platz 1 landet. Eine Empfehlung. Ihre Stärken sind, sie ist sehr leicht und gleitfähig. Ihr sehr leistungsstarker High-End-Gaming-Sensor mit 19.000 dpi. Ihr Profilspeicher für 5 Makros bzw. Profile. Und das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis. Schwächen sind, die RGB-Beleuchtung ist etwas unauffällig. Und das USB-Kabel ist nicht wechselbar. Die Makaloo 67 ist die erste Gaming-Maus des Herstellers Mountain. Und was für ein Debüt! In einem Vergleichstest der PC Games Hardware landet die Maus prompt auf Platz 1. Nicht zu Unrecht. Dank eines Chassis mit Wabenoptik kann das Modell eine Menge Gewicht einsparen und bringt nur 67 Gramm auf die Waage. Mit speziellen auswechselbaren Gleitern an der Unterseite, die aus PTFE bzw. Teflon gefertigt wurden, bietet die Maus exzellente Gleiteigenschaften und ermöglicht extrem schnelle Bewegungen. Diese sind durch den leistungsstarken High-End-Sensor vom Typ PixArt PAW 3370 äußerst präzise und über alle Zweifel erhaben. Abgesehen von 2 seitlichen Daumentasten sowie einem DPI-Wahlschalter besitzt die Makaloo 67 keine weiteren Sondertasten. Aber dafür einen Profilspeicher, auf dem ihr bis zu 5 Profile und Makros ablegen könnt. Das ist ideal, wenn ihr an fremden Rechnern spielen müsst. Eine RGB-Beleuchtung darf bei einer echten Gaming-Maus nicht fehlen. Um das Mausrad sowie den DPI-Schalter herum verläuft ein kleiner LED-Ring. Das ist nicht ganz so auffällig wie die großen Unterbodenbeleuchtungen namenhafter Hersteller wie Razer oder Asus, erfüllt aber seinen Zweck. Für rund 60 Euro kann man hier echt nicht meckern. Und das war auch schon unser Vergleich zum Thema Gaming-Mäuse. Jede Maus hat natürlich ihre eigenen Stärken und Schwächen, weshalb ich euch jede unten in der Videobeschreibung für mehr Details verlinkt habe. Ich hoffe, dass ich euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnte. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Und vielleicht verrätst du uns ja auch in den Kommentaren, welches Produkt dir am besten gefällt und für welches du dich womöglich schon entschieden hast. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.